mit dieser super tollen Mission, die man sich hätte sparen können. Lade mal schneller, bitte, danke. Gibt's hier irgendwas? Hat mir einer geschrieben, dass sie mir danken wollen. Bloodpack-Anlage entdeckt. Cerberus-Oberkommando. Planeteninformation, Sadaban, Xe-Char-System, Würgeschlund. Wir haben die Daten dechiffriert und analysiert, die sie auf Tarit sichergestellt haben. Die dort abgebauten Ressourcen wurden nach Sadaban geschickt. Vermutlich zur Herstellung von Waffen. Es ist eindeutig, dass das Bloodpack derzeit eine Invasion von beträchtlichen Ausmaßen plant. Die Zerschlagung der Operation auf Sadaban wird diese Invasion enorm verzögern oder sogar ganz scheitern lassen. Na gut. Okay, hier habe ich 100, aber da möchte ich jetzt eigentlich noch gar nicht hin. Da gehe ich jetzt auch nicht hin. So bin ich jetzt mal knallhart, ne? Erstmal im Halbmondnebel hier ein bisschen rumschnüffeln. Da gibt es 4 Planets und ich hoffe keine Anomalie. Ich möchte mal langsam nach Ilium. Anomalie geortet. Edi, ich glaube, du magst mich nicht. Sonde gestartet. Ach, bla 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 bla. Ich habe etwas gefunden. Ja, dann landen wir mal eben. Ich lese mir jetzt auch nicht durch, was da steht. Ich werde einfach hier hingehen. Einfach mal kicken, was da abgeht. Halten Sie die Leertaste gedrückt, um zu sprinten, ist falsch. Ich muss nämlich E gedrückt halten. Komm, ich nehme jetzt euch mit. Mal ein wenig Abwechslung, Betäubungsschuss. Ah, komm. Du kriegst Betäubungswelle. Dann kannst du mehrere kaputt hauen. Du kriegst hier noch Ziehen, genau. Das finde ich sehr gut. Verbessertes Ziehen oder Zugfeld. Ne, so Zugfeld oder verbessert oder Ziehen oder... Ach, ich weiß nicht. Machen wir ein Zugfeld. Das finde ich irgendwie geiler. Und dann wollen wir mal schauen, was hier geht. Da. Bin ich doch schon mal gelandet. Wunderbar. Und dann geht's weiter. Frachtcomputer kann ich aktivieren. Juhu. Okay, da geht's auf jeden Fall lang. Transportlog. Der Frachter Ter Allen hat angedockt und eine große Ladung Ressourcen für eine Anlage im Dranex-System an Bord genommen. Die Ter Allen hat mit Hinweis auf Piratenaktivitäten entlang der Route für die Ladung eine Eskorte angefordert. Könnte es sein, dass ich mir dann selber eine neue Nebenmission gesucht habe, die hier ihren Anfang nimmt? Wir werden es erfahren, wenn wir fertig sind. Du bist tot! Du bist tot! Ich bin Shepard! Wenn ihr auch mal selber töten würdet, dann müsste ich nicht alles machen. Hier ist noch einer. Na? Oh, verdammt. Genau, baller mal drauf. Und jetzt kommt nämlich Jack. Ja, ja, Eclipse auf ewig. Hier. Da ist Eclipse auf ewig, verstehst du? Erstmal gucken, was hier ist noch so ist. Ein bisschen Palladium. 2000 sogar. Das finde ich doch mal schick. Ah, jetzt haben wir es wieder hier.
Was das, das, das und das? Gut. Mach auf. PDA. Alarm. Wir werden von Söldnern angegriffen. Bringen Sie Zivilisten in die Mannschaftsquartiere und kehren Sie dann auf Ihre Posten zurück. Der Hauptcomputer muss um jeden Preis verteidigt werden. Okay. Der Hauptcomputer muss verteidigt werden. Ich bin begeistert, Ach, halt's mal. Ja, mit einem Warp. Ich hab schon gesehen, wie du mich da erwischt, Junge. Wie ein Könner hast du mich erwischt. Hier, weg. Naja, sicher war das ein guter Schuss. Hast du etwa an meinen Fähigkeiten gezweifelt? Ich bumse euch alle mit einem Headshot weg. Oh. Ach, jetzt habe ich schon wieder die falsche Dingsbums hier gedrückt. Verdammt. Aber egal, das war's erstmal mit euch. Deswegen kann ich ja. Das finde ich nicht in Ordnung von euch. Stirb. Schön, dass er direkt so aufgestanden ist, dass ich einfach nur noch schießen brauchte. Der ist ziemlich nett, der Junge. Was gibt's hier noch? Guck mal, da hinten ist noch was. Da ist noch Muni. Damit ich mich erstmal das hier oben haben. So, wo seid ihr denn alle? Kommt mal her, Kinder. Jack, du bist dran. Genau, rollen die mal alle aus dem Weg. Machen wir das hier. Ich weiß gar nicht, ob ich einen getroffen habe, aber spielt ja keine Rolle. Na los, ihr müsst auch mal ein bisschen was tun. Es geht hier nicht alles von alleine. Ich schaff euch alle. Sehr gut. So, dann hol ich mir nochmal das hier. Steuerung der Brücke. Ich kann mich ja gleich umgucken. Hier ist erstmal der Mindframe, den ich hacken werde. Selbstverständlich. So. Gehackt. Transportlog. Der Frachter Terlan hat angedockt und eine große Ladung Ressourcen für eine Anlage. Das habe ich ja schon gelesen. Verschlüsselte Daten. Position des letzten Kontakts mit Terlan verschlüsselt. Dann dechiffrieren wir das. Geh in Deckung. Und wo kommt ihr denn überhaupt? Stell ich mich einfach mal hier so hin. Würde sagen, baller einfach mal drauf. Was das Zeug hat wie? Ich habe mich doch gar nicht getarnt. Was laberst du denn da für einen Quark, ey? Alter, schreit doch nicht so viel. Was ist denn los mit euch, Kinder? Es ist doch alles gut. Da hinten kommen sie noch. Da hinten kommen noch welche. Ich habe euch genau gesehen. So, dir gebe ich erstmal Headshot. Dir da gebe ich einen Schultershot. So. Alter. Woo! Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Los, wir müssen auf die andere Seite. Denn sie kommen jetzt von hier. Verdammt, ich wurde voll getroffen. Das finde ich aber nicht gut. So, erstmal hier, genau. Knall mal hier so voll den Güterzug durch. Bam! Headshot! Ne! Das kann überhaupt gar nicht sein, dass wir entdeckt wurden. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Mann, du blöder Salarianer-Arsch! Oh oh! Ja, geh weg. Hafschoss! Mann, der läuft viel zu schnell. Weg mit dir. Wir brauchen einen Sanitäter. Scheiße. Verdammt, ja, wir brauchen Sani, hast du recht. Ich muss hier mal entdecken. Tschüssi. Ist hier noch Gegner? Gegner? Ne, die Chiffrierung ist abgeschlossen. Von daher denke ich mal, alles ist gut. Wurde ja am Ende doch noch mal ein bisschen knapp hier. Aber das hätte ich mir ja voll sparen können. Hier muss ich ja mal hin. So. Dann gehen wir mal wieder zurück zu dem Computer und holen uns die dechiffrierten Daten zurück.
Die entschlüsselten Daten sind unvollständig. Zur Feststellung der Position der Ter Allen sind weitere Informationen nötig. Die Daten wurden zur weiteren Analyse ans Service übermittelt. Na toll. Hat sich ja dann quasi voll gelohnt, dass ich hier gewartet habe. Hätte ich ja sofort nicht verpissen können. Ein Punkt, juhu. Schauen. Mal kicken, was da kickt. Gibt's hier was? Bestimmt. Nö, doch nicht. Na gut, abbrechen. Rin in die Galaxy. Das war hier zu 100% und jetzt geht's nach Ilium. Ja. Yeah. Egal, was ich hier finde, ist mir jetzt relativ wurscht. Was ich hier finde, was soll ich denn hier jetzt noch groß finden? Die Planeten sind ja schon fertig, wa? Also, hier. Die Galaxie hier. Ist ja schon alles fertig. Ich muss jetzt nur noch Ilium und da ein bisschen auf die Kacke hauen. Werde ich natürlich auch tun. Wobei mir noch nicht ganz so klar ist, was ich jetzt als erstes machen werde. Mal da stehen. Was ich jetzt hier als erstes mache. Ja, wobei doch, ich könnte ja einfach Ach, ich habe keine Ahnung. Erstmal auf Ilium landen und dann kann man weitersehen. Landen! Befehlen Sie Ihren Gruppenmitgliedern mit Q und E Angriffe auf Gegner oder den Einsatz zu von Kräften. Nee, das funktioniert nicht mehr, weil das habe ich umgelegt. Auf Q und E funktioniert das überhaupt nicht mehr. Nur damit immer Bescheid weiß, komm ich da. Schön auf Ilium landen und mal gucken, was uns hier erwarten wird. So, wen nehme ich denn mit? Ich nehme einfach Miranda mit. Ja. Und wen nehme ich noch mit? Ich nehme Tali mit. Ein Punkt. Yeah. Was wollen die denn mit ihren komischen Waffen? Stress oder was? Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard. Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Sie hat auch darum gebeten, dass ich sie zu ihr führe, sobald sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Was können Sie mir über Nos Astra erzählen? Es ist eine aufregende Stadt. Wegen unserer Nähe zu den Terminus-System sehen wir hier viele neue Kulturen und Waren. Gleichzeitig ist Ilium nach wie vor eine Asari-Welt. Sie sind hier genauso sicher wie auf der Citadel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit würde ich jedoch empfehlen, nichts zu unterschreiben. Was ist so gefährlich an einer Unterschrift? Auf Ilium herrscht freier Handel, Commander. Die Anforderungen an Vertragsbedingungen sind hier lockerer als auf anderen Planeten. Wir müssen diesen kleinen Preis bezahlen, um beim Warenhandel mit dem Terminus-System die Nase vorn zu behalten. Sie sprachen von Handel. Was wird auf Ilium gehandelt? Alles, was Sie sich vorstellen können, Commander. Ilium ist eine wunderbare Welt für die, die es sich leisten können. Um als Hafen für die Terminus-Systeme konkurrenzfähig zu bleiben, haben wir viele Standards der anderen Asari-Welten gelockert. Die meisten Drogen sind legal, solange sie korrekt beschriftet sind. Man kann hier fast jede Waffe oder Technologie kaufen. Es gibt sogar Zwangsarbeiter. Ich kann nicht glauben, dass eine Asari-Welt Sklaverei zulässt. Wir vermeiden die Bezeichnung Sklaverei.
Alle Zwangsarbeiter auf Ilium haben freiwillig einer bestimmten Dienstzeit zugestimmt. Schon die ganz meisten freiwillig. Entscheiden sich für Zwangsarbeit, um Schulden zu begleichen oder dem Gefängnis zu entgehen. Jede Vertragspartnerin ist für das Wohlergehen ihrer Arbeitskräfte verantwortlich und deren Pflichten werden vorher einvernehmlich festgelegt. Haben Sie Empfehlungen dafür, was man auf Nos Astra so alles unternehmen kann? Unser Handelszentrum ist direkt geradeaus. In der Nähe gibt es auch Restaurants und verschiedene Geschäfte. Sie sollten sich auch unsere Kiosks ansehen. Auf Nos Astra finden Sie Sachen, die es sonst nirgendwo in der Galaxie gibt. Ich habe eine Mission. Können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Bei Unterhaltungszentren und Geschäften kann ich behilflich sein, aber zu einzelnen Personen kann ich sie leider nicht bringen. Aber Liara ist bei so etwas sehr versiert. Sie kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Sie sagten, Liara sei hier? Was macht sie? Liara ist eine von Nos Astras anerkanntesten Informationsmaklerinnen. Nos Astra ist ein Handelszentrum. Information ist eine wertvolle Währung und Liara macht damit ziemlich gute Geschäfte. Wie gesagt, Sie finden sie in der Nähe der Handelsebene. Sie freut sich schon auf Sie. Danke. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Vielen Dank. Laut Zollbericht hält sich eine Justikarin namens Samara in diesem Hafen auf, Shepard. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tassoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. Außerdem habe ich eine Nachricht für Miss Lawson. Lantea hat ein Zimmer im Eternity reserviert und wird dort warten. Danke, Edie. Eins muss man den Asari lassen. Kulturell ist Ilium das reinste Wunder. Von ihrem Einfallsreichtum kann sich die Menschheit eine Scheibe abschneiden. Dann wissen wir ja Bescheid. Nein, Sie verstehen nicht. Ich habe es in der Nähe des Transportterminals verloren. Ein archäologisches Team von Exogeny wird als vermisst gemeldet. Es wurde zuletzt im Nur sehr wenige Quarianer kommen hierher. Ilium hat der Flottille einen Mindestabstand vorgeschrieben, den sie einhalten muss. Für alle, die es sich leisten können, ist das der großartigste Planet der Galaxie. Und sie tun alles dafür, dass die Flotte der Quarianer nicht herkommt. Nur was will die hier? Sie sind doch Commander Shepard. Ja. Ich habe ihre, Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde sie überall erkennen. Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich sie sehe. Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben. Wie lautet denn die Nachricht? Shepard, wir sind versteckt. Wir graben, wir bauen. Aber wir wissen, dass Sie jene suchen, die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der ihren verbinden. Und unser Crescendo wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen. Danke, Shepard. Die Rachni werden wieder singen. Es freut mich zu hören, dass Sie wieder im Aufbau sind. Irgendwo in der Nähe. Die Rachni-Königin ist nicht hier. Die Nachricht ist eine der vielen Erinnerungen von ihr, die ich in mir trage. Ich bin ihr auf einer unerforschten Welt begegnet. Sie hat mein Leben gerettet. Und mehr noch, sie hat ihm einen Sinn gegeben. Sie sind ein erstaunliches Volk, Shepard. Die Galaxie schuldet ihnen viel, weil sie ihnen eine zweite Chance ermöglicht haben. Die Rachni-Königin. Wie haben Sie die Rachni gefunden? Königin. Ich arbeitete als Kurier. Piraten haben mein Schiff überfallen und mich auf einer unerforschten Welt ausgesetzt. Ich war schwer verletzt, allein und dem Tode nah. So haben sie mich gefunden. Sie haben mich gerettet. Sie haben diese Welt ja offensichtlich wieder verlassen. Haben die Rachni Ihnen ein Schiff gegeben? Nein. Zahllose Arbeiterinnen haben mein Schiff repariert. Es läuft jetzt besser als vorher. Irgendwie erinnern sie mich an die Keeper auf der Citadel. Alle arbeiten zusammen. Und jeder hat eine Aufgabe. Was wurde aus den Piraten, die Sie angegriffen haben?
Sie wurden vernichtet, wie sie es verdient hatten. Die Rachni sind nicht aggressiv, aber sie tun, was sie tun müssen. Sie sagten, die Königin hätte ihrem Leben einen Sinn gegeben. Was meinen Sie damit? Die Königin hat während meiner Heilung ihr Lied mit mir geteilt. Ich habe die Rachni so gesehen, wie es nur eine Asari kann. Sie sind wunderschön und sehr verletzlich. Sie brauchten jemanden, der Dinge für sie kauft, die sie nicht selbst herstellen können. Jemanden, der Teil des Systems ist. Einen Agenten, wenn sie so wollen. Ich helfe ihnen gerne. Mein Leben als Kurier war leer und oberflächlich. Jetzt helfe ich einer großen Spezies beim Wiederaufbau. War es wirklich so einfach, ihr altes Leben hinter sich zu lassen? Sie haben Bedenken, dass die Königin mich kontrolliert. Ich verstehe das, aber so funktioniert es nicht. Unsere Gedanken waren in perfektem Einklang. Ich sah ihren wunderschönen Geist und ihre Not. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Wenn Suggestion dabei eine Rolle gespielt hat, dann war es ein Nebeneffekt ihrer Bemühungen, mein Leben zu retten. Ich bin glücklich. Können Sie mir sagen, wo die Rachni sind? Leider nein. Ich verfüge selbst nicht mehr über diese Information. Nach dem Treffen mit der Königin wurde diese Information entfernt. Es tat nicht weh. Und jetzt erinnere ich mich einfach nicht mehr daran. Es wird mir wieder einfallen, wenn es erforderlich ist. Und Ihre Vorsicht ist ja auch verständlich. Die Galaxie ist noch nicht bereit für die Rückkehr der Rachni. Ich habe verstanden, dass sie dankbar ist. Aber was bedeutet der Rest der Nachricht? Dass der erste Rachni-Krieg ein Fehler war. Etwas brachte die Stimmen ihres Volkes zum Verklingen. In der Psychologie der Rachni bedeutet das wohl so etwas wie Gedankenkontrolle. Es lässt sich nicht wirklich übersetzen. Jedenfalls glaubt sie, dass sie diejenigen bekämpfen, die das getan haben, und verspricht ihnen Hilfe. Sie glaubt, dass die Reaper den Rachni-Krieg ausgelöst haben? Ich bin nicht sicher. Aber sie war überzeugt, dass ihre Vorfahren gegen ihren Willen zu dem Krieg gezwungen wurden. Ihr Volk ist von Natur aus nicht aggressiv. Wenn es in den Krieg gezogen ist, dann nicht aus freien Stücken. Könnte durchaus sein. Danke für diese Information. Es freut mich, dass es meiner Freundin auf Noveria gut geht. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Sie werden mich nicht wiedersehen.